Polizeiwagen kreuzen durchs eher ruhige Holzhausenviertel und der Gastgeber übt noch schnell ein bisschen Serbisch. Pupska Srpska. Dabei ist das gar nicht nötig, denn der Mann, den PR-Berater Moritz Hunzinger in seinem Domizil empfängt, spricht perfekt Deutsch. Zoran Djindjic, serbischer Ministerpräsident, kommt zu einem fast privaten Abend bei Hunzingers. Allerdings, die Tafel hat einen Hauch von Kabinettstisch, zumal gleich 7 Minister dabei sind. Wie ist es überhaupt, derzeit in Serbien zu regieren? Verglichen mit den 10 Jahren unter Milosevics Diktatur, wo ich auch gekämpft habe, ist diese Aufgabe jetzt viel leichter, weil die Menschen unterstützen das mehrheitlich. So wie sie ihn vor genau 5 Jahren unterstützten, als er die ersten Großdemonstrationen gegen Milosevic anführte. Doch eigentlich ist Djindjic studierter Philosoph. Was also kann die Philosophie den Staatsmann lehren? Ich habe durch Philosophie gelernt, einfach die Realität nicht einfach so zu nehmen, wie sie ist, sondern die Prioritäten zu sehen, die Substanz zu suchen. Im Menschen gibt es etwas, was positiv ist. Man muss einfach das Positive suchen, auf dem Positiven bauen. Und dann man sieht am Ende, dass das Positive doch siegt. Das ist nicht nur in so billigen Filmen, sondern auch im Leben. Zu seinem Leben gehört, wann immer er in Frankfurt ist, ein Besuch bei Hunzinger und dessen Tafelrunde. An diesem Abend in Form von Flughafenboss Bender und des frisch von Gräfin Pilati geschiedenen Bankers Borggräve. Djindjic hat lange in Frankfurt studiert und kennt aus dieser Zeit so manchen Einheimischen, sogar Außenminister Fischer, allerdings nicht als Politiker. Ich habe ihn getroffen, mehrmals. Er hatte in einer Buchhandlung gearbeitet, hat Bücher verkauft und ich mag Bücher. Und ich habe bei ihm auch manche Bücher gekauft und ich habe sie für überteuert damals betrachtet. Und jetzt sind wir beide in der Politik und ich glaube, es ist auch nicht schlecht so, dass in der deutschen Politik jemand ist, der Bücher verkauft hat und dass in der serbischen Politik jemand ist, der die Bücher gekauft hat.